ich bin Sophie und in dem heutigen Video werde ich die Frage beantworten, was muss man als Student bzw. Studentin wissen, wenn man einen Etsy-Shop eröffnen möchte. Aber bevor ich anfange, möchte ich noch kurz ein paar Anmerkungen machen. Und zwar erstens, dieses Video wird wahrscheinlich relativ kurz sein. Das liegt daran, dass ich einfach in den letzten Wochen sehr viel unterwegs war und nicht mehr Zeit hatte, ein längeres Video zu produzieren. Ich hoffe, das ist okay für dich. Zweitens, das ist jetzt auch tatsächlich das erste nicht wirklich gescriptete Video. Also mein Sophie Shop Small ist natürlich auch nicht gescriptet, aber alles andere habe ich tatsächlich immer sehr genau aufgeschrieben, was ich sagen werde. Aber ich dachte mir, ich probiere es jetzt mal ein bisschen freier und schaue mal, wie mir das so gelingt und ob dir das gefällt. Deshalb, wenn es ein bisschen abgehackter wirkt oder wenn es ein bisschen schwieriger ist, mir zu folgen, dann liegt das daran. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür und ich verspreche, ich werde von Zeit zu Zeit besser. Und drittens möchte ich auch nochmal kurz sagen, dass wenn ich diese Informationsvideos mache, ich persönlich weiß auch nicht alles. Ich versuche mich so gut zu informieren, bevor ich die Videos mache und alles, aber ich weiß natürlich auch nicht alles. Und wenn du irgendetwas besser weißt, dann kannst du es wirklich sehr gerne, aber bitte auf freundliche Weise gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ich eine Frage vergessen habe, die du vielleicht noch hast zu dem Thema Studium und Etsy Shop, dann schreib sie auch sehr gerne in die Kommentare und ich werde sie dann versuchen, dort zu beantworten. Ich habe mich dazu entschieden, dieses Video zu machen, denn ich bin Studentin und ich hatte, wenn ihr mir nicht schon länger folgt, für 2 Jahre einen Etsy Shop. Und bevor ich meinen Etsy Shop eröffnet habe, hatte ich ganz, ganz viele Fragen. Aber ich muss ehrlich sein, ich fand dazu nicht viele Antworten, weil einfach die Situation von Studentinnen mit Etsy-Shop eher eine Nische ist. Es haben sehr, sehr, sehr viele Menschen einen Etsy-Shop, aber ich glaube, nur ein Bruchteil davon sind Studenten oder Studentinnen. Und deshalb habe ich mir gedacht, damit du, falls du auch Studentin oder Student bist und vorhast, einen Etsy-Shop zu eröffnen, dass dir dieses Video vielleicht ein bisschen weiterhilft und dass du dich dann hoffentlich nicht so verloren fühlst, wie ich mich damals vor 2 Jahren. Die erste Frage, die ich beantworten möchte, ist wahrscheinlich eh relativ klar, aber ich möchte sie trotzdem nochmal gesagt haben. Und zwar lautet die Frage, kann man als Student bzw. Studentin einen Etsy-Shop eröffnen? Und ja, man kann das natürlich ohne Probleme. Nur weil du Student oder Studentin bist, heißt das nicht, dass du nicht auch einen Etsy-Shop haben kannst. Die zweite Frage lautet, was braucht man, um einen Shop zu eröffnen? Und hier gibt es nicht wirklich einen Unterschied zwischen Studentin und einer normalen Person, also einer Person, die keine Studentin ist. Denn du brauchst genau dasselbe wie auch alle anderen. Du brauchst auch nichts extra. Du brauchst genau das Gleiche, was andere auch brauchen. Wenn du ein genaues Video sehen möchtest, wo ich nochmal wirklich Schritt für Schritt durchgehe, was man braucht, dann werde ich das hier oben verlinken, denn das habe ich vor einer sehr langen Zeit gemacht, aber nochmal in Kürze. Als erstes musst du dein Gewerbe anmelden, du musst dich beim Finanzamt melden und dann musst du auch noch eine Verpackungslizenz dir besorgen und dann noch, natürlich noch alles Rechtliche, also das AGB und das Impressum. Und mehr braucht man grundsätzlich gar nicht, um einen Etsy-Shop dann auch zu eröffnen. Dann kommen wir zu einem Thema, das sehr kompliziert, bürokratisch und das, was mir persönlich, als ich damals angefangen habe, sehr viel Angst bzw. Sorge gemacht hat, und das sind Versicherungen und wie das ist, wenn man wie zum Beispiel ich noch familienversichert ist. Wenn du dich selbst versicherst, weil deine Eltern zum Beispiel privat versichert sind, dann brauchst du dir nicht wirklich Gedanken machen, weil du eh dich selbst auch schon versicherst. Aber vor allem, wenn du familienversichert bist, musst du einiges beachten. Und einer dieser Sachen ist, dass du nicht mehr als jetzt ab Oktober 520 Euro mit deinem Etsy-Shop verdienen darfst. Denn wenn das mehr als 520 Euro sind, dann fällst du wie auch bei jedem anderen Job aus der Familienversicherung raus und musst dich dann selbst versichern. Und das kann relativ teuer werden. Also ich glaube, Oktober 2022 sind das 120 Euro im Monat und dann natürlich auch ein bisschen ein bürokratischer Aufwand und alles. Genau, deshalb, wenn du familienversichert bist, achte wirklich darauf, dass du, wenn du auch weiterhin familienversichert bleiben möchtest, dass du nicht mehr als 420 Euro im Monat verdienst.
Zu anderen Versicherungen kann ich nicht viel sagen. Mir war es nur wichtig, wie gesagt, das mit der Krankenversicherung zu sagen. Und was ich hier auch noch als Tipp sagen kann, ist, dass wenn du einen Etsy-Shop hast, kann ich es wirklich nur empfehlen, mit der IT-Rechtskanzlei dein AGB, dein Impressum und alles andere rechtlich abzuklären und einfach dort ein Abo abzuschließen. Ich weiß, 10 Euro im Monat, jeden Monat sind vor allem am Anfang viel Geld, aber als ich das abgeschlossen habe, hatte ich einfach so eine innere Ruhe, weil ich wusste, wenn ich befolge, was sie mir sagen, dann bin ich von ihnen rechtlich abgesichert und ich glaube, sie würden sogar einen Teil der Kosten übernehmen, sollte mal etwas passieren. Und diese 10 Euro im Monat sind wirklich das Ganze wert, weil solltest du wirklich irgendwann mal etwas machen, dann kann so ein Rechtsstreit gleich mal sehr teuer werden und deshalb würde ich es wirklich nur empfehlen. Ich werde, wenn ich nicht vergesse, auch den Link zu der IT-Rechtskanzlei in die Kommentare fassen. Das Video ist auch nicht gesponsert oder irgendwie sowas. Ich verdiene damit kein Geld. Das ist wirklich ein Tipp von mir, den ich dir geben möchte, weil ich konnte, als ich das dann abgeschlossen habe, tatsächlich ein bisschen besser schlafen und sie machen das wirklich toll und ich kann es nur empfehlen. Auch die nächste Frage hat ein bisschen etwas mit Einkommen und Einkommensgrenze zu tun. Und zwar, wie sieht das Ganze aus, wenn man BAföG bezieht? Und was ich so gelesen habe oder was ich so aus meinem Umfeld mitbekommen habe, sollte es grundsätzlich kein Problem sein, dass du als Studentin oder Student, der BAföG bezieht, dass du dann auch einen Etsy-Shop eröffnen kannst. Die einzige Sache, auf die du achten musst, ist auch wie bei der Familienversicherung, dass du einen bestimmten Betrag, also Einkommen im Monat, nicht überschreiten darfst. Und ich glaube, das ist tatsächlich weniger als die 420 Euro, aber ich kann mich auch irren, da ich selbst kein BAföG beziehe, weiß ich das nicht genau, aber ich glaube, was ich so gehört habe, ist das tatsächlich ein bisschen geringer. Es kann sein, dass es jetzt mit dem Mindestlohn sich ein bisschen erhöht hat, aber informiere dich da nochmal, weil auch bei BAföG gibt es eine gewisse Einkommensgrenze, die man nicht überschreiten darf und es wäre ja wirklich schade, wenn du dann kein BAföG bekommst, nur weil dein Etsy-Shop auf Papier eine gewisse Summe an Geld reinnimmt. Das heißt ja nicht gleich, dass das Geld dann auch tatsächlich deins ist. Aber solange du unter dieser Einkommensgrenze bleibst, sollte es kein Problem sein, dass du auch einen Etsy-Shop hast, weil das ist dann wie auch zum Beispiel, wenn du als Kellner oder Kellnerin arbeitest, einfach nur ganz normal ein Einkommen. Aber wie gesagt, diese Einkommensgrenze solltest du definitiv nicht überschreiten, weil dann bekommst du nämlich kein BAföG. Und jetzt dann auch schon zu der fünften Frage und zwar, kann ich es empfehlen, als Studentin einen Etsy-Shop zu eröffnen? Und ich habe wirklich richtig lange nachgedacht, was ich zu diesem Punkt sagen werde und ich muss wirklich sagen, ich habe da keine Ja- oder Nein-Antwort, sondern meine Antwort ist, es kommt darauf an. Was ich damit meine ist, dass es wirklich auf einen persönlich ankommt und auf die persönliche Situation. Hier muss ich halt sagen, dass ich auch den Etsy-Shop jetzt nicht so sugarcoaten möchte. Und hier muss ich, wie gesagt, einfach sagen, ein Etsy-Shop ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Vor allem, wenn man möchte, dass er dann auch erfolgreich ist und wenn man dann tatsächlich auch wachsen möchte. Und es ist viel Arbeit und wenn es mal an der Uni stressig wird oder zum Beispiel, wenn dann Semesterferien sind und alle in den Urlaub fahren und du machst das dann vielleicht nicht, so wie zum Beispiel bei mir, weil ich dann lieber in meinem Etsy-Shop arbeite. Also man muss damit, zumindest in meiner Erfahrung, es kann gut sein, dass du oder andere Zuseher andere Erfahrungen haben, aber in meiner Erfahrung habe ich schon gemerkt, dass man ein bisschen zurückstecken muss, damit man einen erfolgreichen Etsy-Shop hat. Und ich hatte das Glück, dass ich während der Corona-Zeit angefangen habe und da gab es sowieso nicht so viel zu tun. Aber ich glaube, wäre Corona nicht passiert, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht angefangen, weil ich da, glaube ich, auch gar nicht die Zeit gehabt hätte, mir wirklich etwas aufzubauen. Und das Ding ist halt auch, wenn du vielleicht für dein Studium zum Beispiel ein Praktikum machen musst
oder irgendetwas oder ein Auslandsaufenthalt, gibt es natürlich auch viele Studiengänge, die das haben, dann wird das halt, dann wird das extrem schwierig für mit deinem Etsy-Shop, wenn du in einer großen Stadt lebst, wo es ganz, oder wenn du in einer Stadt lebst, wo es Praktika gibt, die dich interessieren, dann ist das natürlich nicht so ein großes Problem. Aber wenn du zum Beispiel dein Traumpraktikum in einer anderen Stadt hast, dann musst du halt für diese Zeit deinen Etsy-Shop aufgeben. Und eben, falls du dann auch ins Ausland gehst, dann musst du halt eben auch für diese Zeit deinen Etsy-Shop aufgeben. Und das muss man halt im Vorhinein, muss man sich klar werden, ob es sich jetzt lohnt, da zum Beispiel ein halbes Jahr viel Zeit und Energie reinzustecken, wenn man dann das nächste Semester zum Beispiel dann im Ausland ist. Nur weil man im Ausland ist, heißt es natürlich nicht, dass man, also wenn man eine Zeit im Ausland ist, heißt es natürlich nicht, dass du dann keinen Etsy-Shop machen kannst oder darfst, sondern ich wollte nur eben sagen, dass das Überlegungen sind, die du machen solltest, bevor du eben diesen Etsy-Shop eröffnest. Außerdem muss ich hier auch noch erwähnen, dass wenn dann dein Etsy-Shop eine gewisse Größe erreicht, so, dann übernimmt dein Etsy-Shop auch ein bisschen deine Wohnung oder dein WG-Zimmer oder wo auch, was auch dann immer. Das müsst ihr halt auch bewusst sein, was jetzt nichts Negatives ist, aber ich wollte es nochmal sagen, weil bei mir hat es eben angefangen mit einer kleinen Ecke und dann, wie ihr es dann auch in meinem Tagebuch eines Etsy-Shops voll gesehen habe, wurde es einfach immer größer und größer und irgendwie hat es dann mein ganzes Zimmer übernommen. Wie gesagt, das ist jetzt nichts, was dich davon abhalten sollte, aber ich wollte es trotzdem hier nochmal erwähnen, einfach nur damit du weißt, dass du das dann auch bedenken solltest. Und der letzte Punkt, der hier nochmal wichtig ist und den ich auch ansprechen wollte, wenn du dir dein Studium selbst finanzieren musst oder zumindest einen Teil selbst finanzieren musst, dann würde ich wahrscheinlich, wenn du das Geld wirklich brauchst und du Etsy als Ding siehst, dass du dir vielleicht nebenher was verdienen kannst, dann würde ich es vielleicht tatsächlich empfehlen, lieber einen Werkstudentenjob oder einen geringfügigen Job dir zu suchen, denn dort kannst du schneller und meistens auch einfacher dann das Geld verdienen. Und natürlich, wenn du zum Beispiel schon eine große Fanbase auf Instagram oder so etwas hast, dann kann das natürlich ein bisschen anders sein. Aber bevor, also wenn es wichtig ist, dass du Geld verdienst, dann würde ich jetzt persönlich nicht die Etsy-Route gehen, weil wer meine Videos kennt, der weiß, ich persönlich habe das immer nur als Hobby gemacht. Deshalb war es mir egal, wenn jetzt mal im Monat weniger Geld reinkam und dann in anderen Monaten wieder mehr. Die Vorstellung, wirklich damit Geld verdienen zu müssen, um eben in einer Wohnung leben zu können, um sich Lebensmittel leisten zu können, hätte ich persönlich nicht, glaube ich, geschafft. Und deshalb, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen kontrovers, das jetzt zu sagen, aber wenn es wirklich darum geht, dass du dein Studium finanzieren musst, würde ich einen anderen Job suchen. Und wenn es dann neben dem Job und dem Studium du noch so viel Freizeit hast, was ich zwar jetzt nicht denke, aber wenn du das hast, kannst du ja noch immer einen Etsy-Shop eröffnen. Aber genau, also wie gesagt, es kommt wirklich auf deine Situation drauf an, ob ich es empfehlen kann oder nicht. Ich habe jetzt immer nur die negativen Sachen gesagt, aber natürlich wird, falls du dich dazu entscheidest, wird es dir bestimmt viel Freude bringen, du wirst viel lernen und das ist etwas, was jetzt nicht so viele Menschen machen, was dich deshalb vielleicht auch, falls du dich mal wo bewirbst, dich ein bisschen hervorheben wird. Aber wie gesagt, man muss halt auch die anderen Sachen bedenken mit Praktika, Auslandssemester, Geld und dem allen. Und deshalb wollte ich das eben nicht so verschönigen und so sagen, ja, mach das unbedingt, das ist so toll und so, sondern eben, du musst für deine persönliche Situation abschätzen, ob das die richtige Entscheidung ist für dich oder nicht. Ich hoffe, mein Geschwafel war irgendwie verständlich und ich hoffe, ich konnte ein paar deiner Fragen beantworten und es war irgendwie hilfreich. Wenn ja, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und falls du noch irgendwelche Fragen zu dem Ganzen hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare, wie bereits gesagt, und ich werde sie dann hoffentlich beantworten können. Und das war es jetzt tatsächlich auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, wir sehen uns dann nächsten Sonntag bei einem neuen Video wieder. Vergiss nicht zu abonnieren und tschüss!